dass der Vater den Sohn hinsichtlich der Knechtsgestalt, das heißt insofern er Mensch war, verherrlicht hat, indem er ihn von den Toten auferweckte und zu seiner Rechten setzte, das bezweifelt kein Christ. So beginnt, liebe Schwestern und Brüder, Augustinus seine Auslegung zum Kapitel 17 des Johannesevangeliums. Wir haben erst eben diesen Beginn gehört. Das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu, das er spricht am letzten Abend seines Lebens, bevor die Passion, die Verurteilung, die Kreuzigung auf ihn warten. Dass der Vater den Sohn in Bezug auf seine Menschlichkeit verherrlicht hat, indem er ihn von den Toten auferweckte und zu seiner Rechten setzte, das bezweifelt kein Christ. Glücklicher Augustinus, der das damals schreiben konnte. Und dumm gelaufen für uns. Denn wer würde das heute unterschreiben? Nein, heute bezweifeln das keine Christen. Dieser Urinhalt des Glaubens wird ganz professionell bezweifelt. Oder wenn man da Farbe bekennen soll, dann kommen Nebelschwaden, viele bunte Eindrücke, aber keine Kernbotschaft. Was Jesus hier tut in seinem Gebet ist, uns im Gebet in das innerste Geheimnis Gottes hineinzunehmen. Und im Gebet liegt zugleich die Aufforderung, damals an die Jünger wie heute an uns, dieses Innerste Gottes zu sagen. Jesus hat die Worte vom Vater. Er ist der Einzige, der sich bei Gott auskennt, wie das Johannesevangelium gleich am Anfang betont. Und das, was er weiß, hat er nicht aus sich selber, sondern vom Vater. Er bringt es den Jüngern. Er bringt es der Kirche, er bringt es dieser Welt. Was haben wir zu sagen? Nichts anderes als das. Immer wieder, wie eine große Meditation, wiederholt Jesus dieses Wort. Also wenn wir fragen, was ist die Aufgabe der Christen? Auch das sagt Augustinus im Anschluss an dieses Wort vom Verherrlichen hier. Gott wird hier verherrlicht, indem er durch die Verkündigung den Menschen bekannt wird und durch den Glauben der Glaubenden gepriesen wird. Also die Verkündigung soll nicht dieses und jenes sagen, soll nicht zu tagespolitischen Dingen Stellung nehmen, wie wir im Moment auch kirchlicherseits immer noch überschwemmt werden, als müsste unbedingt eine Stellungnahme zum Muttertag her oder zu irgendeinem Geschäftsgebaren, ist alles schön und gut, kann man alles machen, wenn denn die Kernbotschaft stimmt. Das bedeutet Gott verherrlichen, Gott ausrichten, nicht irgendetwas. Nicht irgendein Gutmenschentum, nicht irgendeine Sozialpraxis. Das alles hängt in der Luft, wenn das Erste und Zentrale nicht stimmt. Und wenn dieser Gott, den wir kennen dürfen durch Jesus, nicht vom Glauben der Glaubenden gepriesen wird, wie Augustinus sagt. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, naja, sollen die mal machen, das sind wir eh gewohnt. Wir müssen es machen, liebe Schwestern und Brüder. Wir müssen Gott bekannt machen. Wir müssen ihn verherrlichen in der Art und Weise, wie wir leben, in der Art und Weise, wie wir glauben, auch in der Art und Weise, wie wir lieben.